Herzlich willkommen hier, zweite Folge hier der Marsch. Ich werde mal gleich unseren Fan los, unseren Deutsch losschicken. Und Zuckerrüben abliefern wieder. Alt 0 und dann gleich mal starten. Den hatte ich noch nicht gefunden gehabt. Ich will das mal fahren. So, die Probe ist angekommen von Feld Nummer 3. Gucken wir gleich. Ist rot. Stickstoff. Hier ist er gerade bei und fährt. Das ist grün. Bei 200 Kilogramm. Also optimal. Und ne, lassen wir fahren. Ansonsten Feld 1. Ertrag ist klar. Also 3 ist auch so mit. Nur kein Sand, ne? Da werden wir hier Sand haben. Der fährt. Und Minus. Bodenproben. Mineraldünger. Ah, das kann man jetzt sehen. 16%. 3,3 Tonnen bis jetzt. Schöne Statistik. Saatgut, Kraftstoff. Kahilskräfte. 409. Ja, Ertrag. Da kann man ja sehen, ob man hier Plus oder Minus macht. Interessant. Gut, wo ist unser... Ja, der ist da. Da muss ich wieder umstellen. Ich hatte hier probiert gehabt mit Kursplay. Da hat nicht geklappt. Helfer Ike, ja. Entlassen. Leider hat nicht geklappt. V. Starten. B. Wir müssen das hier noch alleine machen. Da wird hier auch Sand sein. Wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir das... Ja, vielleicht kommt ja mal ein Mod, der es automatisch machen kann. Im Grunde wäre das ja nicht schlecht, ne? Aber das könnte auch Kursbild theoretisch helfen. Nee. Also geht nicht. Hut anheben, Auto, Bay, Hut vornehmen, wechseln, gehen, nö. Das geht nicht. Das geht nur selber fahren. Ist ja mal interessant, wenn wir das machen, aber auf Dauer bin ich dafür, dass wir das delegieren, ne? Da wird aber der andere fluchen hier. Der hat mehr Felder. Fettechse mit Fluchen. Er hat so viele Felder. Und hier, Sebastian auch. Hat auch so viele Felder. Aber da haben wir viel. Es kann sein, dass da vielleicht mal irgendwann ein Mod kommt, wo wir den Einsatzrate ein bisschen größer machen könnte, ne? Wäre auch was. Ich wünsche allen einen schönen Samstag hin, wollte. Also fällt mir gerade so ein. Guck hier, Tag 6 bis Samstag. Und möchte mal bedanken für alle, die fleißig eingeschaut haben. Ich begrüße auch mal alle Abonnenten, die jetzt auch mal reinschauen. Ihr dürft auch gerne kommentieren. Aber kein Move, ne? Ich bin auch etwas angewiesen auf eure Rückkupplung, was ihr euch wünscht und was ihr gerne haben möchtet oder was ihr für Tipps habt. Bin für jeden Ratschlag dankbar. Ich kenne mich zwar im Großen und Ganzen aus, bin aber der Meinung, dass ich nicht alles wissen kann. Ich weiß nur einiges, aber nicht alles. Bin gerne bereit, mir auch über andere also dazu zu lernen, ne? Nichts ist für ewig gefixt, kann man sagen, ne? Also konstante, das ist immer wieder flexibel sein.
schon so einige Felder, die wir noch machen müssen. 19 noch zum Beispiel. Da soll ja, ja Getreide rein. Bin jetzt mal flexibel, Weizen oder Gerste, das ist egal. Hauptsache was von denen, was wir herstellen können, ne? Und vor allen Dingen später auch für die Mühle, die wir noch bauen wollen irgendwann mal. Ich glaube, die BGH ist, glaube ich, gut gefüllt mit Mist. Das fährt nicht. Heu ist fertig. Wenn er weiß, was das für ein Ding ist, sagt bitte Bescheid. Das ist ärgerlich. Das muss ich mir merken. Zweimal muss ich rausschneiden. Vergesse ich garantiert. Also wenn ich es vergessen habe, entschuldigt mal die Störung. Und wer das mal weiß, was das sein könnte, was für eine Meldung das war, einer gesehen hat. Ich habe ihn ganz kurz gemacht. Ich weiß ja, was das ist. Ist aber auf Englisch. Von daher, ich weiß nicht, was das ist. Mitte fix. So, einmal da in der Mitte, wo die 21 ist. Und dann in der Mitte da. Ja, zweimal, schätze mal wieder. Ja, einmal da. Ja, dreimal ungefähr. Dreimal, schätze ich mal, zweimal, einmal noch. Reicht. Ich könnte da sogar so ein Gedicht machen, ne? Oder irgendeine andere Figur. Bisschen Fantasie. Kann man so alles damit herstellen. So, okay, dann gucken wir nach. Dann checken wir ab. Z. So. Dann gehen wir mal kurz zur BGH. Was der für Probleme hat. Achso. Er kippt nicht ab, wieso nicht? Zeigt er nicht an. Vielleicht war er auch voll. Das könnte natürlich sein, ne? Also. Könnte, muss aber nicht. So. Nochmal durchschalten. Gut, der hat keine Funktion gehabt. Der auch nicht. Der war da. Der stand im Weg. Dieser Haltepunkt, da muss ich mal korrigieren. Das könnte Fehlerursache gewesen sein, aber der war voll. Denn den beladen jetzt können wir so lassen. Eigentlich nicht, das ist ungünstig. Beladen nehmen wir mal Dings hier wieder. Und zwar Papierfabrik. Entladen nehmen wir jetzt mal Brauerei nicht. Hochsiedlung ist gut. Das war mit Zucker was zusammen, ne? Ablan, Ablan-Kies, Malzerweg, Milch, Mischfutter, Ablan-Sand, Strohlage, Wasser, Zuckerfabrik. Also, ob das auf Wasser ist? Das ist jetzt blöd, muss ich mal gucken. Ich schicke den mal hin. Kann sein, dass ich da nochmal was korrigieren müsste. Und zwar Bereich Wasser. Müsste ich mal einstellen.
Muss man ganz gucken, dass er hier nicht wieder festfährt sich. Aber eigentlich müsste er die Straße jetzt nehmen. Müsste nicht über diese Ölmühle jetzt vorbeifahren. Die Lenkung ist wieder raus. Das ist typisch. Aber es ist ungünstig zum. Oh, das ist ein paar Sekunden. Ich dürfte ganz kurz. Ja, schon erledigt. Ja, Gruppentresen musste ich hier noch und. Viel Arbeit. Hopfen wächst. Wie das nun noch, kann man nicht sagen. Da ist ja mit Düngen war alles fertig. Hier Gras, das funktioniert auch. Das läuft. Ist auch mal super. Ich mal kurz um die Karte wegkriegen. Mit 9. Automatisch. Erhöhter Stickstoffwert auf optimalen Wert für Gras auf fruchtigen Ton. Ausbringmenge 222 Kilogramm pro Hektar, 27% Stickstoff automatisch. Gut, wenn er das so macht. Und gehen wir kurz auf Chiptunik, das ist unsere Ballenpresse. Der ist fertig. Und entlassen. Den Kurs können wir löschen. Da werden wir zum Nachbarfeld fahren wollen müssen. Hobby hoch. Wir haben ja einen guten Traktor, ne? Dann können wir. Oh, dann gleich beim nächsten Mal unsere Silageballen mitnehmen. Wir haben ja zwei. Einer ist schon fertig installiert und einer. Naja gut, da kommen wir erstmal ins Lager. Heuballen können wir gleich in die Futterbeschaffung reinbringen. Das können wir tun. Denn da muss es so rein. Denn das Heu war ja im Prinzip komplett. Also fast alle, ne? Wir brauchen ja 50% Heu. Und da ist es ganz gut, wenn wir da. So, wir laden mal Kurs. Feldnummer Schwatten. Das ist jetzt. Stimmt, ich hatte hier die Kurse waren weg. Feld 25. Aufgrund der Tatsache, dass es auf einem neuen Rechner ist. Dann ist gut. Beziehungsweise ist halt so. Fällt mir jetzt gerade so wieder ein. So, gut. 8000 hat das ganz gut, alles. Freundlich zum Transportieren. So, Mist, das läuft. Und wenn der mal alle ist, dann darf der andere arbeiten. Ne? Da hatte ich extra hingestellt. Das ist gut. So, dann müssen wir zum nächsten Feld. Ne? Was wollen wir machen jetzt? 21 haben wir. 19 habe ich überlegt. Da werden wir wahrscheinlich was umgestalten. Also Gras bald ja nicht. Vielleicht baue ich da oben Gras, weil die BGH da näher ist. Aber hier werde ich wahrscheinlich Getreide. Und wir gehen erstmal Richtung. Ja, über genau, ne? Das ist ja eigentlich ein Feld gewesen und kein Gras, keine Grasfläche. So. Dazu brauchen wir eine kleine Karte. Das ist besser. Dann können wir da ein bisschen genauer einstellen. So. Wir nehmen mal eine Bodenprobe. Wir müssen mal viel mehr. Bisschen großzügiger sein in der Fläche und dann wir nie fertig, ne? Machen wir hier viermal. Und das nächste Mal dreimal halt, dass wir nicht so oft fahren müssen hier.
ist ja sonst lästig, kann man sagen. So, die Ecke natürlich, ne? Ist ja wichtig, um zu wissen, was für einen Bodentyp wir haben. Also der Bodentyp ist ja eigentlich besonders wichtig. Sag mal, Sand ist nicht so gut. Und dafür ist Lehm gut, ne? Also für die meisten Früchte. Was auch angeht, wegen... Der muss aufgefüllt werden, was fehlt denn da? Ich gerne noch, oh je, so viel Gras habe ich auch, oh Dünger. Gucken wir auf die Zeit, 16. So, dann nur mal gucken, ob wir da ein, wie viel da fehlt, noch. Die Hälfte. Da brauchen wir ein Fahrzeug. Erstmal einen anderen Modus. Der Case 2, gut, da wäre eine Option. Grasmähen wollte ich nicht, nur die Fahrzeuge. Überladewagen, haben wir auf einen? Ich weiß, in Thüringen haben wir mindestens zwei. Da haben wir auch einen Traktor. Ja, hier haben wir nur ein Anführungszeichen für eine Sorte. Gucken wir in die Garage rein. Das ist der Anneburger, den wir für zwei Dings haben. Na, wir haben nur einen. Na? Wir brauchen ja garantiert Dünger und Saatgut. Heißt, wir müssen zwei Fahrzeuge haben, das wäre ungünstig. Dann müssen wir mal gucken, was ein Anneburger kaufen können. Anhänger. Ob wir hier so einen haben. Wir haben hier so einen. Mensch, da haben wir Glück. So, Trennwand schon. Aufkleber. Klar. Saatgutschnecke. Ackerbereifung, logisch. Ja, wir kaufen den. Das ist ja all nichts. Dann brauchen wir auch einen schnellen Traktor, ne? Haben so etliches da. Auch von Horsch, ne? 2000. Hier von Horsch. Oder Holme. Ne, das ist auch so eine Option. Hier, den habe ich noch nie genutzt. Damit kann man Überladefunktionen für... Man kippt ab und kippt ein. Traktor nehmen wir im Hof. Obwohl der ist langsam. Mit 53. Aber extra einkaufen wäre auch Blödsinn, ne? Auf zum. Ja. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter mit Aussehen Gras auf Feld Nr. 53. Und weiterhin Bodenproben nehmen. Und wir müssen nochmal irgendwann unsere Heuballen vom Feld holen und die entsprechend entweder einlagern oder gleich einlagern in die Futterbischanlage. Das wird uns dann entsprechend. Die kriegst aber Halsstarre auf Dauer. Du. Aber so eine Option gibt es ja, denn man kann ja gucken, ne? Gut, aussteigen tun wir nicht. Ja, dann fahren wir mal zum Hof und machen mal den gut voll. Wir haben ja jetzt Zweikammersystem. So wie in Thüringen. Ein kleiner Tipp. Da nutze ich ihn auch. Denn so bei den recht großen Karten. Ist das, was haben wir hier jetzt für ein Problem?
Kein Bock. Ja, die Kurve, da muss er langsam fahren. Das ist ganz schwierig, weil der holt jetzt die Rüben. Da fährt er auch so eine ganz komische Strecke, also nicht wunder. Der muss ja hier lang fahren. Ist aber mein Fehler von mir, ich habe irgendwie blöd eingefahren. So, N. Wieder nicht auf. Das ist aber seitdem der Alpine DLC ist. Traktoren. Der Traktor geht dafür nicht. Dann nehmen wir gleich weg. Habe ich auch nicht aufgekriegt für Kalk zum Beispiel. Also Kalkstreuer konnte ich auch nicht aufmachen, so ein Traktoren. Das ist das gleiche Modell. Na, nicht ganz. Das ist ein neuer Modell. Werde ich neu gekauft. So. Das gleiche normal. Na, das klappt auch nicht. Geht Tür auf. Das ist ungünstig. Liegt nicht am Motor, liegt am Traktor. Ja, dann muss ich einen anderen Traktor nehmen. Dann muss ich doch den anderen nehmen, den kleinen da. Oder ich kaufe mir einen schnellen. Mal. Da muss ich ein bisschen Krieg aufnehmen, ist auch nichts. EC. Geld. Bin ja zum Glück schuldenfrei. Dann brauche ich einen anderen Traktor. Es kann sein, dass ich da mir einen Fendt kaufe. Einen schnellen Fendt. 1000 Vario. Breitreihe natürlich. Michelin. Und kaufen. Ist seitdem mit dem Patch gibt Probleme. Das habe ich mir. Doch, Wasser geht hier auch ab, ne? Gut, das stimmt. Ja. Dünger fehlt ganz viel. Oh, hätte ich auch ein anderes Fahrzeug nehmen können. Brauch den Fendt. Den nicht, der funktioniert sowieso nicht. Jetzt komme ich nicht mehr. Das ist ganz komisch. Das kann mit dem zusammenhängen. Also muss nicht, aber. Vielleicht gibt es da mal irgendwie ein Update, ein Patch. Wenn ich von Fahrzeug zu Fahrzeug springen kann, ist ja auch nicht normal, ne? Das soll nicht so sein. Und schon gar nicht, dass die Klappe nicht aufgeht. Die Gründe kann ich auch nicht erklären. Der eine Kalkstreuer hat es auch nicht gemacht. Da geht's auf. Gut. Sonst hätte ich mir weiter geärgert, weil ich einen Traktor gekauft habe. Oh, Überlänge, Überlänge. Ohne Geschossfahrer. Ich muss leider, ich bin heute so durch die Brille, also geht so flott voran, in Anführungszeichen, ne? Das soll es doch schon für heute gewesen sein. Dann sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Komm. Müsste das vierte Event sein, ne, wenn ich jetzt in die Folge komme. Sag mal tschüss und ciao, morgen geht's weiter hier. Ja. Gleich weiterfahren, ein Düngersteuer hier, dass der andere voll wird und dann sehen wir weiter Wohnpumpen. Tschüss, ciao. Ja. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.